Also gerade mich erkundigt, sollen 220 Traktoren sein. Sieht erstmal nicht schlecht aus, machen wir mal ein paar Aufnahmen von den Slogans, die sie hier an die Bevölkerung senden und zeigen wollen. Wir schützen, was wir lieben. Ja, da hinten stehen auch noch mal recht viele, doch, es sind doch mehr als die 100, wie ich erst dachte. 220 sollen sein. Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert. Alleine sind wir stark, gemeinsam unschlagbar. Ohne Bauern keine Zukunft, lest am besten selber. Zeigt mal ein paar Slogans. Also 220 Traktoren sollen es sein. Wir wünschen uns Wertschätzung, faire Preise, ganz wichtig. Für faire Arbeit sollte es faire Entlohnung geben. Das mit den ganzen Obst- und Gemüseimporten muss aufhören, dass man regionale Landwirtschaft, regionale Produkte unterstützt natürlich. Ne? Ganz, ganz wichtiger Spruch hier. Ist der Bauer ruiniert? Ist jetzt ein anderer Spruch. Wird das Essen importiert? Da hinten steht er genau. Das ist jetzt ein schweizerdütschen Spruch. Lest am besten selber. Kinder sehe ich hier viele, Jugendliche, stopp mit der unlogischen Bürokratie. Die sollen nämlich mit erschwerten bürokratischen Auflagen konfrontiert werden. Müssen immer mehr Bürokratiearbeiten erledigen, was sie gar nicht wollen, was zum Teil sehr unnotwendig sein soll, unnötig sein soll. Und das ist die Problematik der Schweizer Landwirte. Denn, wie gesagt, die nachhaltige Zerstörung der Landwirtschaft ist ein großer Teil des Great Resets, welcher hier abläuft seit 4 Jahren mit Beginn der Corona-Pandemie. Seitdem nur noch Negativschlagzeilen, nur noch Restriktionen, Strafen, Bußen, Verbote. Wir leben seit 4 Jahren in einer Verbotskultur, in einer Verbotsgesellschaft, politisch von der Politik verordnet und angewiesen. Und das läuft hier alles auf den Great Reset hinaus. Gehen wir mal zur anderen Straßenseite. Nichts anderes ist das hier. Der Great Reset ist voll im Plan. Wenn die Massen sich nicht erheben, das sieht hier schon mal ganz gut aus. Pflegungsstand ist aufgebaut hier für die Pflegung, Versorgung. Der Teilnehmer ist gesorgt, der sieht super aus. Väter mit Kindern, die sich Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder, wie ich auch. Deshalb bin ich auch hier und seit 4 Jahren unterwegs in diesem ganzen Kampf.
Also 220 Traktoren sollen es sein. Sieht wirklich nach recht viel aus. Hier sind nochmal sehr viele hergekommen von außerhalb vom Kanton Aargau, Kanton Luzern natürlich. Junge Leute, viele. Das finde ich super.